Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Börse-Live. Lange wurde gemunkelt, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Nokia verkauft sein Kerngeschäft mit Handys und Smartphones für fast 5,5 Milliarden Euro an Microsoft. Der Verkauf wird den Gewinn der angeschlagenen Finnen um 3,2 Milliarden Euro nach oben treiben, heißt es. Die Handy- und Smartphone-Sparte kämpfte zuletzt mit Umsatzeinbrüchen und schrieb rote Zahlen. Nokia und Microsoft waren Anfang 2011 eine enge Partnerschaft eingegangen. Nokia ist der wichtigste Hersteller von Smartphones mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows Phone. Und Nokia wird sich jetzt vor allem auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren. Der bisherige Nokia-Chef Stephen Elop wird wahrscheinlich zu Microsoft wechseln und zwar möglicherweise in den Chefsessel. Wir sehen es, Microsoft mit deutlichen Abschlägen, Nokia hebt ab. Und was die Märkte heute sonst noch bewegt, das weiß Franziska Schimpke an der Börse Frankfurt. Franziska, zeitweise unter 8.200, wieder über 8.200, wo stehen wir aktuell? Ja, eigentlich war es ein relativ ruhiger Handelstag, wenn man da so zwei, drei Bewegungen rausnimmt. Aber die hat es nun mal gegeben und somit hatten wir heute hier durchaus Schreckensminuten am Markt. Denn die Kriegsangst, die ist wieder aufgekommen. Es wurde von Raketenabschüssen berichtet. Letzten Endes war es ein Test der Israelis. Nichtsdestotrotz hat jetzt den Markt kurzzeitig mal um fast 1% in die Tiefe gedrückt, unter die 8.200-Punkte-Marke. Nachdem das Ganze aufgeklärt wurde, haben wir uns fast wieder zurückgekämpft und waren auch klar über der 8.200-Punkte-Marke und auch eine bessere Wall Street und bessere US-Konjunkturdaten haben den DAX hier, den Markt, allerdings dann nicht mehr ganz so viel Leben einhauchen können. Und zum Ende ging es dann auch noch mal nach unten, denn wir hatten die Nachrichten im Markt, dass der Republikaner-Chef in den USA dem Kurs von Obama, was die Syrien-Krise angeht, zustimmt. Und somit wird die Kriegsangst hier eben doch groß geschrieben. Wir sehen, Nervosität, Unsicherheit ist am Markt weiterhin vorhanden und somit geben wir am Ende des Tages doch 0,8% ab 8.181, der Schlusskurs letzten Endes hier. Ja, wie so oft, Unsicherheit schmeckt dem Markt überhaupt nicht. Dennoch gibt es auch Gewinner heute im DAX. Wer treibt den Leitindex oder kann dafür sorgen, dass sich der Leitindex etwas stabilisiert? Ja, Lanxess ist eine Aktie, die heute den ganzen Tag über ganz vorne dabei war und das lag unter anderem an positiven Aussagen zum Reifenmarkt. RWE auch 1,1% fest, aber auch die Deutsche Börse und die Allianz. Wirft man hingegen einen Blick auf die größten Verlierer, ist die Lufthansa-Aktie angeschlagen. Mit dieser Syrien-Krisenangst ist natürlich der Ölpreis auch wieder angesprungen, der Goldpreis, der sichere Hafen übrigens auch und das drückt die Aktie von der Lufthansa. Volkswagen schwächer, überhaupt keine guten Absatzzahlen für den August hat man bekannt gegeben. Und die Experten sagen, auch Volkswagen wird wohl auf der IAA, die ja in der nächsten Woche dann ansteht, wohl schwächer performen und weniger überraschen als die Konkurrenz. Das drückt auf die Stimmung. Ansonsten SAP, ThyssenKrupp und Munich Re schwächer. Ja, und bei ThyssenKrupp, da geht es mal wieder um Steel Americas. Da gab es einen Bericht, wonach es heißt, der Verkauf soll nun doch gestoppt werden. Stattdessen kommt eine Kapitalerhöhung. ThyssenKrupp hat zwar dementiert, den Anlegern hat es aber trotzdem nicht so richtig gepasst. Nur vier Aktien zum Handelsschluss noch im Plus. Franziska Schimpke, besten Dank für diese Informationen nach Frankfurt. Und wir gehen direkt von Frankfurt nach New York, wo meine Kollegin Ning Wang an der Börse New York vor Ort ist. Ning, wir sind gut in den Handel gestartet. Gestern war ja Feiertag in den USA. Konnten die US-Indizes ihre Gewinne vielleicht sogar noch ausbauen? Leider nicht. Wir hatten, wie gesagt, hier den Präsidenten des Repräsentantenhauses, den John Boehner, der ja eigentlich nie mit Obama einer Meinung ist. Und jetzt kommt er ausgerechnet vor ein paar Minuten raus und sagt der Presse, es könnte durchaus sein, dass er Obama zustimmt, weil sollte es einen Syrien-Anschlag, also ein sozusagen etwas geben in Syrien und sollte sich es erweisen, dass die Anschläge in Syrien als bewiesen sich erweisen. Und letztendlich sind die Märkte daraufhin wieder in den Keller gerutscht. Also mit knapp 12 Punkten sind wir derzeit im Dow Jones noch im Plus. Und so schnell kann es einfach gehen hier an den Märkten. Es wird als der Mega-Deal in der Handybranche, in der Smartphone-Branche gepriesen. Der Deal zwischen Nokia und Microsoft. Microsoft kauft ja das Handygeschäft von Nokia. Wie kommt der Deal in den USA an? Naja, also hier hat man erstmal geschaut und gesagt, vielleicht kauft man hier gerade die Sparte, die besonders schwierig ist, also die Handysparte. Man muss ja sich dann gegenüber Apple und Samsung durchsetzen. Analysten haben gesagt, eigentlich ist Microsoft ja ein Software-Gigant. Warum kaufen sich ausgerechnet in der Handysparte ein? Es wird aber darüber gesprochen,
dass Stephen Ballmer ja auf der Suche ist nach einem Nachfolger. Und das könnte Steven Elop sein, der ist ja mittlerweile immer noch bei Nokia, aber von Microsoft hingewechselt. Und es könnte sein, dass der Kanadier dann wieder zurückkommt, zumal er ja sowieso schon zwischen Europa und Amerika hin und her fliegt, seitdem er bei Nokia arbeitet und vielleicht den Posten von Stephen Ballmer übernehmen könnte, nachdem Stephen Ballmer ja dann nächstes Jahr in Rente gehen wird. Und es wird auch darüber gesprochen, dass dieser strategische Wechsel, der sozusagen letztendlich von einem Softwarekonzern zu einem Handy, vielleicht zu einem Device-Konzern, nun unter der Führung von Biden noch stattfinden wird, bevor Stephen Ballmer in Rente geht. Derzeit ist die Microsoft-Aktie ins Minus gerutscht natürlich, weil man sich noch nicht so sicher ist, wie schnell Microsoft nun aufgrund dieser Akquisition Geld verdienen wird. So bald wird das nicht sein. Daher die Analysten erstmal ein bisschen vorsichtig mit der Aktie von Microsoft. Wir hatten ja vor kurzem noch einen viel größeren Deal in der Mobilfunkbranche gesehen, eben zwischen Verizon und Vodafone. Was tut sich da mittlerweile? Naja, das war ja eine Nachricht, die gestern herauskam, als wir unseren Feiertag, den Labor Day, hatten. Und mittlerweile spricht man hier an der Wall Street davon, wie viel die Banken, die da beraten haben, verdienen haben werden. Und zwar war es auf der Seite von Vodafone, der JP Morgan, Barclays und Bank of America, also sehr viele amerikanische Investmentbanken. Und dann auf der Seite von Vodafone, die Großbank Goldman Sachs und dann auch noch die Schweizer Großbank UBS. Insgesamt könnte bei diesem 130 Milliarden Deal diese Banken allein 240 Millionen Dollar an Beratergebühren eingestrichen haben. Das hat letztendlich heute dann nochmal dazu gebracht, dass man nicht nur geschaut hat, dass es der größte Deal sozusagen in der Geschichte war in so einer Sparte, sondern auch, wie viel die Banken hier nochmal verdient haben, zumal es in Vergangenheit nicht mehr so viele Mergers und Acquisitions an den US-Märkten gegeben hat. Ja, bei 130 Milliarden Dollar oder fast umgerechnet 100 Milliarden Euro, da kommt schon einiges an Gebühren und Provisionen zusammen. Ning Wang, besten Dank für diese Informationen. Wir schauen auf weitere wichtige Nachrichten des Tages, zusammengefasst von Marco Uome. Die Deutsche Bank ist für die deutsche Volkswirtschaft zu groß. Zu diesem Schluss kommt der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverband, Georg Fahnschon. Er forderte die Politik zum Handeln auf. Die Regierungen müssen konsequent daran arbeiten, dass Banken, die größer als die nationalen Volkswirtschaften sind, kleiner werden, so Fahnschon. Das russische Gasunternehmen Gazprom hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn steigern können. Die Erlöse kletterten um 19% auf knapp 1,5 Billionen Rubel, umgerechnet 34 Milliarden Euro. Der Gewinn stieg um 5% auf 380 Milliarden Rubel oder 8,6 Milliarden Euro. In Europa erhöhte sich der Gasabsatz um 6%, während in Russland der Verkauf um 9% rückläufig war. Die Europäische Union erwägt für Irland offenbar ein weiteres Kreditpaket. Irland benötige ein Sicherheitsnetz, wenn es sich ab Januar 2014 wieder an den Finanzmärkten finanzieren will, erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen der EU-Kommission. Im Gespräch ist eine Stand-by-Kreditlinie, die nur im Notfall in Anspruch genommen wird. Im November werde die Eurogruppe über weitere Hilfen für Irland entscheiden. Über den Handelstag spreche ich jetzt mit Christian Krämer, Head of Sales bei Xtrade Brokers, der mir in Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo, Herr Krämer. Hallo. Der DAX ist am Montag fulminant in die neue Woche gestartet, heute allerdings wieder Ernüchterung. Die Frage ist, ist die Rekordjagd erstmal vom Tisch? Zumindest können wir eins feststellen, nachdem gestern natürlich wirklich ein ziemlich starker Gewinn gefolgt ist, waren heute erstmal Gewinnmitnahmen mit dabei. Zusätzlich kamen heute auch noch schlechte Nachrichten raus. Und zwar wurde gemeldet, dass hier an der Stelle Raketen abgeschossen wurden. Das Ganze wurde über die russische Nachrichtenagentur Interfax rausgegeben. Und dadurch hat man erstmal befürchtet, dass vielleicht der Syrien-Konflikt doch eskaliert. Jetzt wurde im Endeffekt aber bekannt gegeben, dass die Israelis hier an der Stelle einfach Raketen getestet haben. Danach hat man gesehen, der DAX konnte sich wieder ein bisschen fangen, nachdem er erstmal durch diese Nachricht geschockt ziemlich viel Verlust hat einfahren müssen. Jetzt zu guter Letzt haben wir trotzdem nochmal Boden verloren. Das liegt daran, dass plötzlich der Chef der Republikaner in den USA bekannt gegeben hat, dass er hier Obamas Kurs mit dem Syrien-Konflikt unterstützen will. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist nochmal gestiegen, dass es hier vielleicht doch eskaliert. Und solange das der Fall ist, kann man hier nicht mehr von einer Rekordjagd sprechen. Da muss man erstmal die Sachlage abwarten und schauen, was als nächstes passiert. Vielleicht auch mal die Gewinne vom Tisch nehmen. Wenn die Amerikaner jetzt auf eigene Faust einen Militärschlag gegen Syrien starten würden, würde das die Aktienmärkte wirklich noch mal richtig durchschütteln?
Wir haben ja heute schon gesehen, was an Nervosität wirklich im Markt ist. Natürlich würde es die Märkte dementsprechend stark mitnehmen und eben auch hier schnell Gewinnmitnahmen würden hier an der Stelle folgen. Das ist ja auch ganz selbstverständlich. Das ist ja fast immer so. Die einzigen, die hier an der Stelle wirklich einfach Gewinne wahrscheinlich zu verzeichnen haben, sind vor allen Dingen der Ölpreis und wahrscheinlich auch die typische Fluchtwährung, das Gold. Da kann man natürlich davon ausgehen, dass es hier erstmal dann nach oben geht. Herr Krämer, wagen Sie eine DAX-Prognose für Ende des Jahres? Ehrlich gestanden gehe ich einfach davon aus, dass wir höher als jetzt stehen. Aber wirklich eine komplette Prognose bis zum Ende vom Jahr möchte ich hier an der Stelle nicht abgeben. Ja, höher als jetzt ist ja schon mal eine Ansage, kann man sagen. Schauen wir auf Nokia. Das ist ja der Mega-Deal zurzeit in der Handybranche. Nokia sorgt für einen Paukenschlag. Microsoft kauft das Handygeschäft von Nokia. Die Frage ist, ist die Nokia-Aktie auch nach dem heutigen Kurssprung für Sie ein Kauf? Zumindest gehen wir jetzt derzeit davon aus, dass wir hier doch noch Boden gut machen können. Das heißt, also wir können hier bestimmt noch ein paar Gewinne erzielen. Vor allen Dingen stellt sich jetzt erstmal die Frage, wird dieser Megadeal, der immerhin 5,5 Milliarden knapp hat, wird der tatsächlich durchgewunken? Sollte das der Fall sein, hat Nokia hier auf alle Fälle noch Spielraum. Und eins muss man eben vor allen Dingen sich überlegen. Hier gibt es Pros und Kontras. Das Pro ist ganz klar das, dass hier endlich die verlustreiche Sparte, die Handysparte, nach vielen Jahren endlich komplett abverkauft wird an Microsoft. Auf der anderen Seite aber, und das ist das Kontra, werden die Lizenzen auch weiter vergeben und bei den Lizenzen waren ein paar Ideen dabei, die nicht schlecht gewesen sind und zumindest ein bisschen für Zukunftsfantasien gesorgt haben. Zu guter Letzt sagt man vielleicht ganz einfach, jemand, der mit Papierherstellung angefangen hat, über Gummistiefel und Reifen gegangen ist, der kann vielleicht auch mit diesen 5,5 Milliarden was Neues anfangen und was Neues schön zaubern. Also vielleicht doch durchaus noch ein bisschen Luft nach oben sehen Sie hier. Jetzt ganz allgemein gefragt zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was raten Sie dem Anleger in der aktuellen heißen Marktphase, kann man sagen? Wie ich das eigentlich eben schon bereits erwähnt habe, umso heißer die Phase, umso eher geht man auf Rohstoffe. Hier vielleicht sich momentan in Öl und Gold investieren. Ich glaube, da kann man nicht einen großen Fehler machen. Christian Krämer, besten Dank für Ihre Einschätzungen nach Frankfurt. Dankeschön. Ja, und das war's auch schon wieder mit Börse Live. Wenn Sie heute Abend noch nichts vorhaben, dann kann ich Ihnen unsere Doku-Reihe Killer Instincts wärmstens empfehlen. Es geht um Highspeed in der Wildnis. Grizzlybären töten gewaltige Elche mit einem gezielten Prankenhieb oder Löwen reißen 800 Kilo schwere Büffel mit ihren gewaltigen Klauen. Es wird auf jeden Fall für jemanden was dabei sein, der sich für das Tierreich, vor allem für das Wilde, interessiert. Viel Spaß!